Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich komme gerade aus Holland von Rally Motor NL und hier habe ich einfach noch die letzten Teile besorgt für die AJP PR7. Einmal so Cover, das sind so Sturzprotektionen, und einmal ein schraubbarer Tankdeckel. Jawohl, alles lieferbar bei Rally Motor NL, gibt es natürlich auch für sämtliche andere Motorräder Parts und so. Also ich war bei Wouter, das ist ein ganz, ganz feiner Kerl, und ich werde euch das alles verlinken. Und bevor wir die Sachen dran bauen, erzähle ich euch erstmal, was in der letzten Zeit so passiert ist, weil ich ja noch nicht fahren darf. Aber ihr seht schon, mir geht es viel besser, und mit am Start ist die Frau. Hallo! Und du freust dich auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, so, du traust dich noch nicht alleine zu fahren mit dem Motorrad. Ja, weil ich würde mal sagen, das ist immer noch sehr nass, und da habe ich halt einfach jetzt keinen Bock, erstmal alleine zu fahren. Ich will das lieber mit dir machen. Genau. Oder halt mit jemandem, der so ein bisschen flotter fährt. Weil ich ja immer so Probleme habe, wenn das so dann so schlüpfrig wird. Und mit dem Langsamfahren. Ja, mit Langsamfahren. Obwohl, vielleicht klappt das ja auch besser, nachdem ich hier diesen Trailkurs gemacht habe. Das kann natürlich auch sein. Seitdem bin ich ja leider nicht mehr gefahren. Ne? Aber wir lassen uns Zeit. Und jetzt würde ich mal sagen, quatschen wir mal kurz über die Sachen, die wir bereits schon erledigt haben, oder? Das machen wir jetzt. Ich habe bei Cross Country ADV diese Fußrasten bestellt. Lebenslange Garantie, und ich habe die in Ungarn bestellt, 2 Tage später, verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Doch, doch. Ich meine, 2 Tage später waren die mit der Post am Start. Wir haben die auf der Teneré, wir haben die auf den Fantix, wir haben die überall drauf. Ja. Also wir haben die Softgriffe adaptiert, die sind von ProGrip. Die sind sehr dünn vom Durchmesser und liegen total gut in der Hand, gerade wenn du Strecke machst. In Kombination mit diesen großen Rasten ein absoluter Traum. Was habe ich noch adaptiert? Den kleinen Controller habe ich adaptiert von der Teneré. Den haben wir noch hier hingebaut und eben mit dem Tablet connected. Wir waren natürlich auch nicht untätig, was die Bereifung angeht. Wie ihr in der Vergangenheit schon mitbekommen habt, haben wir sämtliche Motorräder auch umgerüstet auf Michelin-Bereifung, auf Michelin-Mousse. Und das Ganze haben wir auch hier gemacht. Es war gar nicht so einfach. Also wir haben das in Kooperation, habe ich das mit der Frau Hallo hier bewerkstelligt. Wir haben wieder geschwitzt, geflucht, gemacht, getan. Wir haben auch noch so ein kleines Extra-Tool besorgt von dem Hersteller von diesem Montagegerät. Und jetzt sind sie drauf, und ich freue mich ganz besonders. Wir haben hier den Enduro Medium auf dem Vorderrad in 90-90-21 und in der Größe 140-80-18 haben wir hier den Desert Race Bacher montiert. Der zeichnet sich aus mit größeren Abständen zwischen den Stollen. Den haben wir montiert, weil wir den Reifen bereits kennen. Und der Desert Race, also der reine Rallye-Reifen, das ist dieser hier. Den kenne ich bereits aus Marokko. Der ist ein bisschen resistenter, ein bisschen härter und der perfekte Reifen für steinigen Boden. Jetzt könnt ihr schon mal überlegen, wo wir denn vielleicht fahren könnten. Dann würden wir nochmal umbereifen. Das Mousse bleibt natürlich drin. Und hier auch an der Stelle nochmal ein Hinweis, weil da hat der ein oder andere mir auch mal geschrieben, das Mousse ist natürlich nicht für den Straßenverkehr zugelassen, macht da auch gar keinen Sinn, weil das Mousse einen sehr, sehr niedrigen Reifenluftdruck simuliert. Allerdings gibt es da nichts Besseres, wenn du im Gelände fährst und nicht ständig irgendwelche Schläuche wechseln willst, dann tust du gut dran, einfach Mousse zu fahren, und das meines Erachtens das beste Mousse von Michelin. Da gibt es keine Schwierigkeiten. Ich muss sagen, mit dieser Reifenkombination, also das Vorderrad und dieses Hinterrad, sind wir ganz locker und entspannt eine ganze Woche in Marokko unterwegs gewesen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Anders wie jetzt bei den größeren Motorrädern verzichten wir hier komplett auf irgendwelche Sturzcages, irgendwelche Rohr,
Konstruktionen. Wir schützen lediglich hier die Seitendeckel, einmal der Zündungsdeckel auf der linken Seite und einmal der Kupplungsdeckel auf der rechten Seite. Und jetzt würde ich sagen, bringe ich noch die Deckelchen an und das sollte auch gar kein Problem sein. Ich habe das Ganze schon vorbereitet, damit man schöner arbeiten kann, habe ich jeweils hier den Schalthebel und den Bremshebel demontiert. Und Wouter meinte so, mach es ein bisschen warm, wenn es nicht ganz genau passt. Aber jetzt halten wir es erstmal hin und gucken, wo wir vielleicht mit dem Heißluftföhn noch ran müssen. Das sind hier so die Cover. Und das geht doch schon mal ganz gut drauf, würde ich sagen. Ja. Also da hätte ich jetzt mit Schlimmerem gerechnet. Hier sind so Hülsen drin. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Drei Stück an der Zahl. Dann auch längere Schrauben im Lieferumfang dabei. Also eins ist klar, hier müssen wir schon mal nichts föhnen. Das kriegen wir so montiert. Also ich bin begeistert. Das ist cool, gerade wenn man mal umkippt, dann kennt es vielleicht der ein oder andere. Du musst nur einen Stein erwischen, dann hast du ein Loch drin und so sind wir auf der sicheren Seite. Wunderbar, sehr, sehr gut. Das hat jetzt auch ohne Föhn funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier lösen müssen. Dann müssen wir einmal an die Schraube, dann an die hier unten und hier die vorne. Okay, alles klar. Also auch hier ging es ohne Föhnen, aber generell natürlich ein guter Tipp, wenn es dann doch nicht ganz genau passen sollte, ein bisschen temperieren, das Ganze ist ein Thermoplast, deswegen ist es ja auch so resistent, ja, gegen irgendwelche Steinchen oder was halt noch so rumfliegt im Gelände und von daher alles cool. So, habe ich jetzt erstmal vorgezogen und dann das Ganze einfach nochmal hier ordentlich nachgezogen. So. So. Jetzt bin ich begeistert. Also, jetzt sind wir schon mal auf der sicheren Seite. Ich würde jetzt hier unten noch wieder den Bremshebel und den Schalthebel montieren. Und dann machen wir gerade noch oben am Tankdeckel weiter. Da gibt es natürlich auch noch eine Erklärung dazu, wieso wir den ändern. Eine ganz, ganz knappe Angelegenheit. Ne? Wenn du jetzt hier drauf fällst, ist es in der Regel sogar so, dass sich dieser Fußbremshebel in diesen Kupplungsdeckel reinbohrt. Dann ist ein Loch im Kupplungsdeckel drin. Okay. Also kleiner Invest, große Wirkung, empfehle ich bei jedem Motorrad. Jetzt bei der Fantic ist es nicht so tragisch, weil die Tanks relativ weit rauskommen. Die hat ja den kleinen Yamaha-Motor drin. Und da schützen so die Tanks und diese Carbon-Bodenplatte das Ganze. Okay. Also da ist es wichtig, dass wir das jetzt gemacht haben. Und Rally Motor NL, vielleicht für alle interessant, die auch so ein Apparat fahren, hat einen Titankrümmer auch noch. Aha. Passt nicht mehr ins Budget, ich wollte es aber noch erwähnen. Ich habe hier diese Abdeckung weggenommen, um hier besser dran arbeiten zu können. Und jetzt siehst du, dass ich hier Schrauben reingesetzt habe. Das ist das Blech, was ganz, ganz wichtig ist. Das soll auf jeden Fall dranbleiben. Aber hier sind keine Hülsen drin. Das heißt, hier habe ich nur den Kunststoff, der das Ganze nicht so wirklich so hält. Theoretisch könnte man jetzt die Schrauben einkleben, was ich aber eigentlich gar nicht will. Ich habe es jetzt ordentlich angezogen, so wie es gehört, und das dafür weggelassen. Und die langen Schrauben ersetzt durch kürzere Schrauben, sodass wir hier ordentlichen Druck drauf geben können. Ist jetzt offen, aber im Endeffekt habe ich keinen Schmerz damit. Andersrum, das wäre nicht so cool. Also, wenn du da eine Hülse drin hast, kannst du das quasi gegen die Hülse anziehen
und dann verdrückt es nicht diesen Kunststoffdeckel. Also lass mal weg. Und jetzt kommen wir direkt auch schon zur nächsten Baustelle. Das ist im Prinzip ja cool, dass dieses Motorrad einen abschließbaren Tankdeckel hat. Aber hier, das ist echt eine fummelige Angelegenheit. Diese Dichtung, die ist so zäh. Da drin, siehst du das? Ja. Wenn ich das jetzt reinmachen will, dann geht das jetzt schon stramm. Und was meinst du, was passiert, wenn da mal ein bisschen Dreck reinkommt? Dann stehst du da, willst tanken, kriegst den Tankdeckel vielleicht gar nicht auf. Weil du musst es dann am Schlüssel ziehen. Siehst du das? Ja, ne, und dann reißt du noch hinter den Schlüssel ab. Probier mal, ob du das abkriegst. Ich muss jetzt nichts machen, ne? Ne, bist du wahnsinnig? Ne, da habe ich viel zu viel Schiss, dass mir der Schlüssel abbricht. Und dann stehe ich nämlich da. Genau, dann stehst du da. Also machst du wieder rein. Geht auch nicht, ne? Komm, ich mach's. Ah, okay. Ich habe Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Also, wir lassen das jetzt einfach mal hier drin, nehmen die ganzen Schräubchen weg und das ist hier von Rally Motor NL ein Ring, der hier draufgesetzt wird und dann kommt ein ganz normaler, nicht abschließbarer Deckel drauf. Der geht auch auf und zu, wenn mal ein bisschen Staub drin ist. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, so, mach mal. Wunderbar. So, jetzt kann man das sauber reintanken. Den Tankdeckel ordentlich zumachen. Hier ist übrigens auch noch ein Ventil drin. Und ich würde sagen, für euch ist das jetzt nur ein ganz kurzer Augenblick. Und dann sehen wir uns schon beim Fahren. Leute, ich bin glücklich. Ja? Ich bin einfach nur glücklich, weil mir heute Motorradfahren wieder Spaß gemacht hat. Echt? Wir sind ja mit der Beta Alp 4.0 2024 unterwegs und mit dem Schätzchen hier, mit der Antonia, mit der IJP PR7 und dann haben wir getauscht. Ich war mir erst wieder unsicher, weil ich mir gedacht habe, ja scheiße, funktioniert das? Und dann bin ich losgefahren. Ich habe gedacht, das ist nicht normal. Erstmal diese Sitzbank. Das ist, als ob da so Gelkissen drin wären, ne? Kennt ihr diese Hosen, diese Radlerhosen mit diesen Geldingern? So fühlt sich das an, nur dass man halt diese Radlerhose nicht anhat. Die Kupplung auch super leicht. Also ich finde, die ist jetzt nicht irgendwie stramm oder so. Ja. Nervt gar nicht. Klar, das Einzige, was ich jetzt abändern würde, wäre jetzt unten der Fußkupplungshebel, weil... Der Fußkupplungshebel, der Schalthebel. Der Schalthebel. Den Schalthebel würde ich anders machen, weil den haben wir ein bisschen zu hoch gemacht. Ja. Da waren wir uns halt noch ein bisschen unsicher. Aber gewöhnt man sich auch dran. Wenn man weiß, was man machen muss, dann funktioniert das. Rasten aber, sind der Hammer, ne? Fußrasten. Ja, aber bei mir passt das auch so komplett von der Größe her, finde ich. Also ich stehe da wirklich so komplett gerade und nicht irgendwie so nach vorne geneigt oder so, dass der Lenker irgendwie zu niedrig wäre oder sonst was. Also ich stehe da wirklich wie auf dem Boden. Ich kann mich so, wir sind ja so ein Stückchen dann so einen Schotterweg gefahren, dann stand ich da wirklich komplett drauf
und man merkt gar nicht, was unter einem passiert. Das ist total komisch gerade gewesen. Ja, das ist halt das also ich Fahrwerk. Muss einmal, ich muss dazu sagen, ich habe das Fahrwerk relativ weich gemacht, ja, damit das alles sehr fein anspricht, ja, damit es für dich besser passt, obwohl wir ja von der Federrate härter sind. Mhm. Aber ich glaube, das kann man so lassen. Das nee, ist das kann man auf jeden Fall. Also das fährt so auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wie gesagt, man merkt gar nichts. Jetzt, wenn ich mit der Beta fahre, die kann das halt einfach nicht. Aber die ist ja auch nicht für sowas gedacht. Die ist ja, weißt ja, du? Sie ist, das ist ja jetzt auch keine schnelle Gangart. Wir fahren ganz entspannt hier. Und ja, aber trotzdem merkt man bei der Beta jetzt wirklich so wie ich mittlerweile fahre, merke ich das, wenn ich das ein bisschen schneller fahre, dass die das halt einfach nicht möchte. Aber die ist halt auch einfach nicht dafür gedacht. Man kann ja solche Straßen oder solche Schotterwege fahren, aber dann muss man das halt einfach gemütlich machen. Und nicht so wie ich, dass ich manchmal so einen kleinen Aussetzer habe und dann durchdrehe. Das kann man dann halt mit dem Gerät machen. Ich hatte erst Angst, dass mir Motorradfahren schon wieder gar keinen Spaß macht, weil ich irgendwie halt nicht so fit war und alles und es mir auch nicht gut ging, aber doch, ich bin wieder da. Ganz leichter Einstieg erstmal, so ein bisschen feste Schotterwege und eine riesen Neugier, definitiv, weil wir sind beide dieses Motorrad noch nicht gefahren und jetzt, ja, wie fährt das? Ich kann das gar nicht beschreiben, das ist super gechillt, der Motor hat halt sehr viel Kraft aus niedrigen Drehzahlen. Oben raus ist er nicht so spritzig wie jetzt so eine Rallye oder so, ne? Also so diese Fantic, die geht halt oben raus. Ja, die geht richtig ab. Und das Ding fährt halt so unten rum. Ganz fein, oben raus wird es unspektakulär einfach. Aber da ist es auch nicht für gemacht wieder. Das ist so eine Mischung aus, das Fahrwerk kann richtig was und es ist aber auch, wie soll ich das beschreiben, so zum Reisen einfach gemacht, dass du Strecke machen kannst. Und normalerweise sagst du, okay, wenn es mehr Zylinder hat, ist es besser. Aber dieser Motor ist so ausgewogen, dass der einfach so dahin tuckert. Mich stört es noch, dass der Einsatz, der drin ist jetzt im Auspuff, doch noch etwas zu laut ist. Das müssen wir noch abändern. Egal wo wir fahren, würde ich sagen, das ist zu viel Aufsehen einfach. Ansonsten auch für mein Gewicht, meine Größe, wir hatten ja schon mal über Federrate gesprochen. Hier sind ja etwas härtere Federn verbaut, also eine Federrate höher. Da habe ich mir gedacht, zur Not könnte man es ja wieder umstecken für die Alex, aber ich habe jetzt alles auf Soft gedreht, also Druckstufe aufgemacht, die Zugstufe aufgemacht und jetzt siehst du auch so, dass das wirklich sehr, sehr weich anspricht, sehr leicht anspricht. Und dann noch mit dem Controller, Navigation, alles, was du brauchst. Ich habe gedacht, so, weil der Aufbau relativ hoch ist, gibt es mehr Windschutz. Ist aber eigentlich nicht so. Da denke ich, ist bei der Fantic ist es ein bisschen besser. Obwohl es hier so mächtig wirkt. Ja, nee, das aber ist mir jetzt nicht so das ist jetzt nicht, was jetzt ein Kriterium wäre oder so. Wir sind ein Stückchen sogar Autobahn gefahren, aber dann nur so mit 80, 90 eben wegen dem Moos, weil wir gesagt haben, gut, brisiert ja nichts, aber das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist dieses Motorrad genau das Richtige und ich freue mich natürlich super, dass es der Alex gefällt, dass sie auch gut klarkommt. Also von daher, ja, sehr erfolgreich alles, wirklich sehr erfolgreich. Ich würde sagen, wir machen nachher noch ein paar Meter. Ja. Dann fährst du aber nochmal, oder? Ja, ja. Ein, was ich absolut liebe an der Fantic und an der, das sind wirklich die Reifen. Die sind einfach nicht normal, wie die performen, ne? Wie die sich da reinfressen. Ja, das mit dem Moos ist schon geil, ja, ne? Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Aber ich muss dazu sagen, dann habe ich mich einmal kurz verfranst, verfahren und dann ging es nämlich los hier mit den Wänden. Weil das halt so eine schmale Straße war, da ist es halt wirklich schwieriger mit den Reifen. So, dass die Leute ungefähr eine Vorstellung kriegen, wenn jetzt einer damit gar nichts am Hut hat, hier mit diesem Moos und überhaupt. Das ist so, wie wenn du ein Motorrad schiebst mit zwei platten Reifen. Ja. So fühlt es sich an. Wow,
Wow, wow, wow. Ich würde sagen, das war doch mal ein mehr als ein erfolgreicher Start. Einmal für mich wieder so ganz langsam reinzukommen, für dich ganz langsam reinzukommen. Ja. Sind wir beide ganz langsam reingekommen und waren beide total entzückt, wie gut das Ding fährt. Unfassbar ehrlich, das wirklich kann man sich gut nicht vorstellen. Ja. Und die Sitzbank, ich saß noch nie auf einer Sitzbank, die so bequem ist. Das hat aber irgendwie jeder gesagt, dass sich da vorhin draufgesetzt hat. Ne? Genau, die anderen waren dabei, die haben wir jetzt gar nicht so reingenommen ins Video, weil es jetzt auch irgendwo, wir wollten einfach selber mal ausprobieren. Der Walter hat auch eine kleine Probefahrt gemacht. Der ist zurückgekommen und hat gesagt, der braucht sowas. Das war auch witzig. Ja, das hat er noch nie gesagt. Ja. Und mein Fazit ist, also normalerweise läuft dieses Motorrad homologiert mit 27 PS, hat einen leiseren Auspuff dran und das ist auch vollkommen ausreichend. Also so wie wir es jetzt haben, ist es definitiv noch zu laut. Wir wollen ja keinen nerven. Genau. Alles, was so in unseren Breitengraden stattfindet, sollte definitiv leiser sein. Und da werden wir auch noch nachbessern. Wir werden den Schalthebel noch ein bisschen runterstellen. Ansonsten würde ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ich auch, mega. War jetzt mal ein ganz anderes Video, so ein bisschen gemischt mit allem. Ja, ein bisschen Anbau, ein bisschen fahren. Ich bin mega happy einfach. Ja, und dann werden wir rausfinden, wie das auf unseren großen Reisen demnächst performt. Ja, weil da bin ich auch mal gespannt. Dann nehmen wir es dann mit. Ja. Haben wir gesagt. Auf jeden Fall. Und wir nehmen euch natürlich auch mit. Und immer nehmen wir euch mit. Ganz bald geht es auch schon los. Also in diesem Sinne würde ich sagen, danke an unsere Kanalmitglieder. Ja, hier mal wieder ein Herzchen. Für den Support. Und ja, dann wird es auch wirklich interessant, wenn wir unterwegs sind. Danke natürlich fürs Zuschauen bis jetzt. Und wenn du möchtest, drück gerne auf den Abonnieren-Knopf. Das ist kostenlos. Damit supportest du uns natürlich auch großartig. Und ich würde sagen, wir sehen uns in 3-4 Tagen wieder. Weißt du, was ich sagen würde? Wir holen uns jetzt einen Dinner-Teller. Und ja. Tschüssikowski, bis dann, Imanski. Bum, bum, bum.